Deutschland heil! 1944, das Jahr des totalen Krieges. Das Pendel des von Hitler entfachten Vernichtungskrieges schlägt zurück. Alliierte Bomber fliegen täglich Angriffe gegen deutsche Städte, um den Durchhaltewillen der Zivilbevölkerung zu brechen und die Rüstungsindustrie zu zerstören. 12 Millionen Kriegsgefangene und Fremdarbeiter werden zwangsweise ins Deutsche Reich geholt, um die Kriegswirtschaft am Leben zu halten und das Überleben der Bevölkerung zu gewährleisten. Im Osten befindet sich die Wehrmacht seit fast 2 Jahren auf dem Rückzug. Die Rote Armee sühnt den Tod von 20 Millionen Russen und den verheerenden Ostfeldzug Hitlers. Zum ersten Mal nähert sich die Front der deutschen Grenze. Hier liegt das bisher vom Krieg weitgehend verschonte Ostpreußen. Um den Vormarsch der Rotarmisten zu stoppen, werden umfangreiche Grabenanlagen gebaut, der sogenannte Ostwall. Zeitgleich wird jede Vorbereitung zur Flucht schwer bestraft. Ganz Ostpreußen soll eine Festung sein. Und in Berlin sprechen Hitler und seine Propaganda nach wie vor vom Endsieg. Alleine hin. Ach, Vicky. Ich hab's dir doch schon so oft erklärt. Aber wenn es in Berlin für mich gefährlich ist, ist es doch auch für dich gefährlich. Und wenn immer mehr Bomben fallen? Na, dann komme ich auch. Versprochen. Ich hab noch was für dich. Das ist von deiner Großmutter. Victoria Malenberg? Bist du das? Dann komm mal mit. Ich will, dass meine Mama mitkommt. Deine Mama hat kriegswichtige Aufgaben und ist unentbehrlich für den Endsieg. Und nun sag deiner Mama auf Wiedersehen. Es war die erste Trennung von meiner Tochter. Die Nationalsozialisten hatten mittlerweile 40 Staaten in den Krieg getrieben. Wir sind jetzt ganz tapfer. Beide, ja? Die Auswirkungen davon schlugen nun mit voller Wucht auf uns zurück. Na komm. Die Versorgungslage wurde immer schlechter. An ein geregeltes Leben war in Berlin kaum mehr zu denken. Vor allem seit die Alliierten auch tagsüber ihre Angriffe gegen uns flogen. Wir waren gezwungen, unsere Kinder zur Sicherheit aufs Land zu schicken. Gott, ich ahnte ja nicht, dass mich ein Telegramm kurz darauf an das Bett meines kranken Vaters rufen würde. In der Hoffnung auf Versöhnung fuhr ich nach 8 Jahren zum ersten Mal wieder in meine Heimat. Heil Hitler, Frau Gräfin. Willkommen zu Hause. Fritz? Du meine Güte. Hast du dich für mich so fein gemacht? Und
Entschuldigung die Verspätung, aber ich habe ihm gesagt, dass die Reichsbahn auch im Krieg immer pünktlich ist. Das Wetter wird schlecht und wir müssen nur das Heu anbringen. Madame la Comtesse. François Beauvais. Sie haben sonst kein Gepäck, Frau Gräfin? Nein, Fritz. Ich habe sonst nichts. Kommen Sie. Danke Sie. Leider kein Auto. Weil nicht mehr genug Benzin. Danke, ich kann es. Hey! Siehst du aus? Dietrich. Willkommen. Wie geht es ihm? Babette. Lenchen. Gut. Gut, dass du da bist. Na komm, erst mal rein. So eine Freude auf meine alten Tage. Jetzt kriegen wir wieder Leben ins Haus. Ich hatte nicht mal wiedererkannt. Ach, Kindchen. Wieso ist deine Kleine eigentlich nicht mit? Ich habe mich so auf sie gefreut. Zwei Tage, bevor dein Telegramm kam, habe ich sie in die Kinderlandverschickung geben müssen. Was lebst du auch in Berlin, wo ewig die Bomben fallen? Dünn bist du geworden. Ich krieg dich schon rund. Graf Rüdiger ist bei ihm drin. Ich glaube, das macht die Sache leichter. Dass er mich überhaupt sehen wollte. Er weiß auch gar nicht, dass du... Also, ja. Lena, ich habe ihm nicht gesagt, dass... Dass ich komme? Ja. Erst nachdem du deine Medizin genommen hast. Halt dich da raus. Du bist nicht mein Arzt. Vielleicht nimmst du es ja von jemand anderem. Guten Tag, Vater. Lena. Das ist ja großartig. Sehr schön. Lena, Sophie hat Geburtstag. Wir feiern auf Schloss Gernsdorf. Heinrich kommt wahrscheinlich auch. Es wäre schön, wenn du dabei bist. Ja, gern. Und Berthold, bitte denk an deine Medizin, ja? Danke, Onkel Rüdiger. Was tust du hier? Hat er dich hinter meinem Rücken herbestellt? Babette hat ein Telegramm geschickt. So hat sie das. Na, auch wenn sie mich tot sagen, ich bin noch lange nicht tot. Hier geht alles seinen Gang. Wie immer. Aber du, was machst du hier? Wie kannst du mitten im Krieg deinen Posten verlassen? Ich denke, du bist Lehrerin. Die Schulen werden alle geschlossen, Vater. Aber jetzt bin ich hier. Bei dir. Unsinn, Lena. Du hast dich doch schon lange gegen deine Familie entschieden. Jeder hat die Pflicht, nach seinem Gewissen zu entscheiden. Das hast du immer gesagt. Jetzt? Nach 8 Jahren? Ich brauch dich nicht, Lena. Wir kommen allein zurecht.
Selbstverständlich ist diese Belastung an einzelnen Frontteilen manchmal bis zum Zerreißen gespannt. Es kann doch nicht sein, Waltraud, dass 69 Hühner nur 18 Eier... 22 Eier und 64 Hühner pro Meister. Gestern waren es noch 69. Sie klauen wie der Rab, unsere Polatten. Das sind die Franzmänner. Gib ihnen den kleinen Finger und sie reißen dir den Arm aus. Wir werden sehen. Mit der Wunderwaffe wird er sie alle zurücktreiben, der Führer. Dass sich keiner mehr traut. Finger weg, Fritz. Die Männer arbeiten hart, haben Hunger. Sie brauchen mehr Essen. Ich habe Ihnen mehrfach gesagt, François, der Verpflegung ist ausreichend bemessen. Wir brauchen mehr Essen. Wenn hast du mich erschreckt? Sonst du pünktlicher großer Bruder versetzt mich um ein paar Stunden. Obwohl ich pünktlich von der Front komme. Tut mir leid, Leutnant Gernsdorf. Termin in Königsberg. Komm. Wieso hast du eigentlich einen Wagen und ich nicht? Weil ich älter bin als du. Weil ich klüger bin als du. Der Oberstabsrichter, dass ich nicht lache. Und deshalb fährst du wehrkraftzersetzendes Zeug hunderte von Kilometern durch die Gegend? Mama liebt diese Musik. Wir lieben diese Musik. Ja. Weißt du, wer zurück ist? Wer ist zurück? Lena. Auf Malenberg. Sie kommt heute Abend auch. Wenn ihr Vater und du endlich wieder alte Pläne schmieden. Bist du eifersüchtig? Klar. Das Einzige, um das ich dich je beneidet habe. Und jetzt fahr mich zu Hollebens. Karl ist gefallen. Schau mal. Das hast du damals zum Sommerball getragen. Am nächsten Morgen habe ich Vater gesagt, dass ich schwanger bin. Er hat mir immer noch nicht verziehen, dass ich Vicky gegen seinen Willen bekommen habe. 8 Jahre. 8 Jahre, Babette. Warten, hoffen. Keinen Brief hat er beantwortet. Das sei ich aussätzig. Nicht mal als Ludwig gefallen ist, hat er sich gemeldet. Wenn du mir nicht geschrieben hättest, ich... Du darfst jetzt nicht klein beigeben, Lena. So weit kommt's noch. Du hast hier gebraucht. Vor 2 Wochen haben sie auch noch den Kutscher und meinen Georg eingezogen. Georg? Ach, das wusste ich nicht. Wohin denn? Nach Frankreich. Und wer leitet jetzt das Gut? Na, niemand. Sein einziges Durcheinander hier. Georg, der hat dem François total vertraut. Der macht jetzt viel hier. Kriegsgefangene? Ja, stell dir vor. Naja, der ist Ingenieur oder so. Der hasst uns. Wahrscheinlich ist er Kommunist. Männchen, wir brauchen dich hier. Wie soll denn das hier weitergehen? Nur Kriegsgefangene und Fremdarbeiter und wir Frauen und ein paar Kinder. Und Fritz, der würde seinem Vater lieber heute als morgen an die Front folgen. Deinen Fritz hätte ich fast nicht wiedererkannt. Das ist ein richtiger Mann geworden. Ja, der ist doch noch grün in den Ohren. Aber weißt du was, der hat richtig gute Chancen in der Partei. Da kann der richtig Karriere machen, wenn er sich da bewährt. Vielleicht studieren. Die Partei, die tut richtig was für uns. Ja, ich weiß, du kannst sie nicht leiden. Vater will, dass ich gehe. Lena, Schluss jetzt! Du holst jetzt deine Kleine aus der Kinderlandverschickung. Hörst du? Du gehörst hierher und das weißt du auch. Das ist eine Schweinerei. Ich
werde mich in Kennysburg beschweren. Es reicht. Was ist denn hier los? Was machen Sie denn mit unseren Pferden? Krieg ist Krieg, auch für euch. Und jetzt Schnauze. Oh. Moment mal. Ich bin Gräfin Malenberg. Wie kommen Sie denn dazu, unsere Pferde einfach mitzunehmen? Die Pferde sind wichtiges Kriegsgut. Und requiriert. Kriegsgut? Das sind Arbeitstiere, weil wir kein Benzin mehr haben. Halt! Kein Pferd verlässt mir dieses Gut. Hören Sie, ich habe Befehle. Hier. Glauben Sie an den Enzi? Sie glauben doch an den Führer. Ohne Zweifel. Dann können Sie auch nicht wollen, dass die Ertragskraft dieses Gutes geschwächt wird. Das ist die Basis der Ernährung unserer Bevölkerung. Das würde der Führer auch nicht wollen. Genau. Das kann unser Führer nicht wollen. Gut. Ich spreche dann morgen mit Ihrem Vorgesetzten. Und Sie kümmern sich darum, dass die anderen Pferde wohlbehalten hier zurückkommen. Guten Tag. Ja, genau. Und jetzt möchte ich, dass meine Tochter hierher kommt. Aber ich hätte sie doch nie in ihre Obhut gegeben, wenn ich das gewusst hätte. Das werde ich so nicht akzeptieren. Sie hören noch von mir. In diesen Zeiten zählt nur der familiäre Zusammenhalt. Ich bin glücklich, dass wir hier heute beisammen sind. Auf euch Frauen, ihr seid das Rückgrat unserer Ordnung. Auf dich, meine geliebte Sophie, und auf dich, Lena. Wir freuen uns, dass du wieder zu Hause bist. Ich danke euch. Mir wäre lieber gewesen, Sie hätten mich in Frankreich gelassen. Als Oberstaatsrichter... Warte, ich passe schon auf mich auf. Ich höre immer nur Geschichten über den Verfall von Ordnung und Disziplin. Wenn man zu tief in der Scheiße sitzt, helfen einem nicht mal mehr Ordnung und Disziplin. Weil wir Kanonenfutter sind für unseren großen Führer. Guten Abend, ihr Lieben. Ich wusste, dass er kommen wird. Mütterchen, tut mir leid, dass ich zu spät bin. Lena, meine Liebe. Deine Briefe halten mich am Leben. Du bist nicht an der Front? Du siehst, Vater, stehe ich vor dir. Ich habe 2 Tage Urlaub. Die Front bricht mit mir und ohne mich zusammen, Vater. Der Krieg ist verloren. Du redest wie diese Dilettanten, diese Offiziersschwachköpfe, Stauffenberg, Tresco und Konsorten, die der Front um einen harten Dolchstoß versetzt hätten. Ich würde ihn abknallen, wenn mich jemand in seine Nähe ließe. Abknallen wie einen räudigen Hund. Aber vielleicht ist es besser, dass keiner ihn abknallt, damit auch du, Vater, endlich begreifst, dass wir nicht nur kämpfen, sondern morden. Wir, die Wehrmacht. Ferdinand, hör auf mit diesen Schauermärchen. Kein deutscher Soldat mit einem Funken Ehre. Frauen, Kinder, Greise, Polen, Juden, Russen, erschossen Schluss! Haben wir sie. Verschwarzt, du musst dir einen Gräber schaufeln. Der stellvertretende Gauleiter ist gekommen, um mir persönlich zu gratulieren. Keineswegs in der Absicht, den Familienarm zu springen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Guten Abend, hochverehrter Graf. Ich mache mich schön für dich. Entschuldigt. Lena, 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 warum bist du zurückgekommen an diesen grauenvoll langweiligen Ort? Weil wir alle an euch gefesselt sind. Ach, an unsere Väter und Mütter, an unsere Güter und Besitzungen. Das wollen oder nicht? Ja. Ja. Und irgendwann lernen wir alle, dass wir uns fügen müssen. Wenn man Kinder will und dieses
Leben. Du willst doch Kinder, Lena. Aber ich habe doch eine Tochter. Ja, natürlich. Victoria. Du hast eine Tochter, ja. Ja, aber diese schrecklichen Familien, die wollen Söhne, Lena. Die wollen nur Söhne. Ich hatte 3 Söhne. Seit Konstantin gefallen ist, habe ich nur noch 2. Und ein Enkelkind. Ich bringe dich nach oben, Mutter. Ich glaube, wir haben 6, 7 Kinder, glaube ich. Oh. Schlaf gut, Sophie. Gute Nacht, Sophie. Gute Nacht. Gute Nacht, Mutter. Victor wurde versetzt. Stell dir vor, nach Bukarest. Und Benjamin hat geheiratet. Beim letzten Fronturlaub. Wenn er wenigstens einen Menschen haben wollte, der um ihn trauert. Wenn er im Schlamm verreckt. Ferdinand? Es schmerzt mich im Kopf, wenn du so sprichst. Erzähl mir von dir. Mama? Ich kann nicht zurück in diesen Krieg. Ich bin machtlos. Red mit deinem Vater. Ich bedauere, dass Ihr Herr Vater unsere Ratschläge so nachhaltig ausschlägt. Wo es doch nur um die gemeinsame Anstrengung aller geht. An der Unversehrtheit Ostpreußens ist er auf seine Weise genauso interessiert wie Sie, Herr Hermann. Dann habe ich ihn wohl immer falsch verstanden, liebe Gräfin. Aber Sie... Sie scheinen etwas weitsichtiger zu sein. Meine Tochter ist gerade in der Kinderlandverschickung in Bayern. Ich habe etwas Schwierigkeiten, sie zu mir zu holen. Meinen Sie, die Partei wäre daran interessiert, dass eine deutsche Mutter nicht zu lang von ihrem Kind getrennt ist? Eindeutig weitsichtiger. Diese Leute kriegen. Die kommen aus dem Memelland, aus Litauen. Seit über 2 Monaten schon. Hat es Hunger? Brauchen Sie Milch? Alle werden im Gut verköstigt und können im Speicher übernachten. Fritz, du besorgst Decken und Matratzen. Matratzen bitte ganz dahin. Herr Rowe, könnten Sie mir helfen, bitte? Hélène, soll ich dir was sagen? Tu as une bouche tellement sensuelle, tu me rends fou. Ja,
Luis, ich verstehe das nicht. Was heißt das? Ich werde dir nicht zeigen, was das heißt. Brauche ich noch immer die Lasse? Ach ja, Frau Meister. Was soll's? Im letzten Krieg war der Russe auch hier und er ist wieder hier. Hier, bitte. Dietrich, was ist mit Ihnen? Ist was mit Vater? Ja, es reicht. Das ist jetzt der dritte Dreck. Sie sollten erst gar nicht losziehen mit Ihren lächerlichen Wägelchen. Wie wollen Sie denn überleben? Diese Menschen gehen noch nicht freiwillig. Diese Menschen werden vertrieben. Glaubst du, irgendeiner hier oder sonst wo wird sie auf Dauer aufnehmen? Du hast uns beigebracht, dass wir Familien eine Verpflichtung haben. Du hast immer geholfen, solange ich denken kann. Ich will es nicht, Lena. Punkt. Schlaf gut. Dass der Graf will, dass diese hungrigen Kinder und alten Leute... Babette! Es können alle bleiben. Und? Ist bis morgen alles repariert? Ganz schön instabil. Wenn man damit noch bis nach Pommern will. Sehr instabil. Das Holz ist faul. Besser Gummiräder. Und leichtere Konstruktionen mit Querverstrengungen. Wir können einen Prototyp bauen. Für uns. Schon für den Vorschlag könnte man sie hängen, Herr Beauvais. Es muss keiner fliehen. Niemand. Ostpreußen ist sicher. Wenn die Russen kommen, sind alle tot. Vor allem Russen tot. Weil sie denken, wir Verräter. Verstehen? Kein Russe kommt hierher. Weil nämlich der Krieg vorher in Berlin zu Ende sein wird. Wenn der Krieg verloren wird, haben Sie keine Angst? Gute Nacht. Wir müssen aufpassen. Sie kontrolliert alles. Sie hat gefragt nach Arbeit, nach Essen. Hat dir gesagt die ganze Wahrheit? Oder? Auch das mit den Scheißbetten? Schluss jetzt. Keine Diskussionen. Schon gar nicht mit ihr. Es gibt von diesen Aristokraten keine Solidarität zu erwarten. Thank you.
gemacht, Kamerad. Aus dir wird mal was. Das können Sie nicht machen. Nicht mit Nikolai. Lassen Sie ihn. Nicht du, Nikolai. Ja. Warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Ich frage! Lassen Sie ihn! Was soll das? Fragen Sie ihn, wer die SS geholt hat. Du? Nikolai, kein Nächst dafür! Mich müssen Sie mitnehmen. Ich gehe. Damit ist keinem geholfen, wenn Sie sich jetzt zum Märtyrer machen. Ich gehe. Sind Sie nicht Kreisleiter? Dann tun Sie was. Ich erwarte, dass Sie sofort etwas unternehmen. Sie haben keinerlei Recht. Sie kommen ungefragt. Und Sie erdreisten sich, meine Männer, die ich dringend für die Feldarbeit brauche, einfach festzunehmen. Ich verlange, dass Sie sie sofort wieder freilassen. Erstens hat man uns gerufen. Zweitens hat man Sie, wie man hört, schon wiederholt bestohlen. Das darf nicht sein. Das verlorene Menschenmaterial, das tauschen wir Ihnen natürlich aus, liebe Gräfin. Ich möchte meine Leute zurück. Diese Männer arbeiten Tag und Nacht, damit wir unsere Lieferpflichten erfüllen können. Nicht mal Benzin für die Traktoren gibt uns das Sie sollen weit. Ihre Zeit nicht verschwenden, Gräfin. Für Diebe und Betrüger, die Ihnen das Feld über die Ohren ziehen. Zwei Polen, ein Russe, ein Franzose. Interessante Mischung. Sie verstoßen gegen die Haager Konvention. Franzosen müssen der Schutzmacht, müssen dem Roten Kreuz gemeldet werden. Und Russen und Polen... Zählen nicht. Mich rührt, wie Sie um Ihre Leute kämpfen. Finden Sie nicht, Schulz? Ja, die Malenbergs waren schon immer... Etwas altmodisch, ja. Die gute alte Fürsorgementalität. Man kümmert sich um seine Leute, Schulz. Selbst wenn Sie es nicht verdient haben. Grüßen Sie mir Ihren Vater. Ich gebe nächste Woche ein Konzert. Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie und Ihr Vater kämen. Gräfin, ich empfehle mich. Schulz! Auf Wunsch des stellvertretenden Gauleiters können Sie Ihren Abschaum wieder mitnehmen. Wenn es nach mir ginge, aber nach mir geht's ja nicht. Halt! Nein! Halt! Halt! Aufsehen, wenn Sie schreien! Was gibt's heute? Die Gräfin sucht dich. Hast du die Männer verraten, Fritz? Sie beklauen uns. Das sind Diebe und Verräter. Ich muss uns alle schützen. Das habe ich Vater versprochen. François, pour toi.
Ich habe nicht verhindern können, dass Janik erschossen wurde. Es tut mir sehr leid. Und das mit dem Essen. Ich werde mich darum kümmern. Sie werden in Zukunft alle genug zu essen haben. Wir sind hier gegen unseren Willen. Wir arbeiten bis zum Fallen und man behandelt uns ohne Respekt. Soll ich dankbar sein? Ich bin in friedlicher Absicht gekommen. Ich bin kein Knecht. Kein preußischer Sklave. Herr Bouvet, ich erwarte, dass keiner mehr von Ihren Leuten wegläuft, solange dieser Krieg dauert. Und ich verlange absolute Loyalität. Loyalität? Das ist ein Pakt auf beide Seiten. Sie haben hinter unserem Rücken einen Fluchtwagen gebaut. Wenn das rauskommt, sind wir wegen Defätismus alle am Galgen. Ist das die Loyalität, die Sie meinen? Jeder denkt nur ans Überleben in dieser Zeit, Comtesse. Hören Sie auf, mich Comtesse zu nennen. Aber Sie sind eine. Sie befehlen. Und wir gehorchen. Bei uns gibt es das nicht mehr. Und hier hoffentlich bald auch nicht mehr. Setzen Sie sich. Ihr Los ist nicht so schlecht bei uns. So gut, wie es sein kann. Ohne Freiheit. Ich verlange, dass Sie diesen Wagen zerstören. Sofort. Haben wir uns verstanden? Lena! Wir müssen los. Wie Sie befehlen, Comtesse. Heinrich! Ich weiß, ich bin spät. Ich verzeih. Komm. Wenn wir Glück haben, sind die Amerikaner bald in Berlin. Das ist eine Frage der Zeit. Die Heeresgruppe Mitte ist in Auflösung. Knapp 500.000 Mann gegen 160 Divisionen der Roten Armee. Sie kommen mit über 2 Millionen. Sie werden die Front aufbrechen. Meinst du, dieser Hermann hilft mir mit Vicky? Hitler verlegt momentan alle Kräfte in den Westen. Heinrich! Ich habe längst mit unserem stellvertretenden Gauleiter gesprochen. Er wird sich darum kümmern. Ich habe kein Benzin. Verlieren wir alles, geht alles unter. Sagt er das? Nein. Aber das denkt er. Er hat aufgegeben. Wir können das nicht aufgeben. Wir werden das nicht verlieren. Wir müssen kämpfen. Ich habe nie aufgegeben, Lena. Ich habe nie aufgegeben zu hoffen. Hast du mich damals wirklich geheiratet? Trotz der Schande? Ein Kind von dir ist keine Schande. Wenn du mich heute fragst, ich werde immer mit dir und um dich kämpfen. Immer. Und deiner Tochter könnte ich ein guter Vater sein. Vater?
Ich habe mich entschieden. Ich werde Heinrich heiraten. Heirate nicht wegen mir. Und heirate nicht wegen Malenberg. Liebst du ihn? Du hast doch immer gesagt, deine Liebesheirat ist ein Luxus, den man sich versagen muss. In Zukunft wird sie der einzige Luxus sein, der uns bleibt. Ja, ich mag ihn. Ich mag ihn, seit ich denken kann. Und ich brauche ihn jetzt. Deine Ehe wird hier nichts mehr retten. Der Krieg ist schon zu lange in den Köpfen. Er zerstört uns alle. Vater, Kriege gab es schon immer. Diesmal ist es anders. Wir haben uns gemein gemacht mit ihnen. Und sind dadurch selbst Teil der Schuld. Weißt du noch, wie früher? Ich will nicht weg von hier. Ich will auch heiraten können wie Heinrich. Dann hat man wenigstens irgendwas, woran man sich festhalten kann, wenn man krepiert. Ferdinand, red keinen Unsinn. Du wirst ihn doch heiraten, nicht wahr? Komm von den Schienen runter, komm. Du musst keine Angst haben, Lenchen. Er ist zwar nicht so aufregend wie ich, aber mich hättest du doch sowieso nie geheiratet, weil ich immer nur der blöde kleine Bruder war. Du bist so viel für mich. Jetzt komm, bitte. Zumindest würde er immer gut auf dich aufpassen. Kann ich nur auf mich selber aufpassen. Jetzt komm! Komm da runter! Onkel Ferdinand. Vickilein, als ich dich das letzte Mal gesehen habe, da warst du so winzig. Quatsch, so klein war ich nie. Vielen Dank. Danke sehr. Es war uns eine Freude, Ihre Tochter begleiten zu dürfen. Einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen, Victoria. Habt ihr Hunger? Ja, ziemlich. Mach mal, Kerlchen. Die Warte. Gut, warte. Pass auf dich auf. Mir zuliebe ist. Vater? Victoria soll alleine zu mir kommen. Ich warte auf dich. Du also bist Victoria? Victoria Alexandrine Christine von Malenberg, nach meinem Großvater. Ja, ja. Ich heiße Berthold Alexander Christian. Das ist richtig. Mama hat immer gesagt, du bist sehr traurig. Jetzt bist du krank oder bist du böse? Wie meinst du das? Bei meinem letzten Geburtstag, da hat die Ilse, das ist die Freundin von der Mama, mit dem Hans geredet, warum wir nicht auf dem Land sind, beim Großvater, wo in der Stadt immer die Bomben fallen. Und da hat der Hans gesagt, weil der Großvater seine Tochter nicht mag und keine Kinder mag und ein böser alter Mann ist. Warum bist du ein böser alter Mann, Großvater? Bin ich das?
wenn das Leben nicht hält, was es verspricht. Wenn man zu oft enttäuscht wird. Wenn man gelernt hat zu gehorchen und nie gelernt hat zu lieben, dann wird man sehr einsam, Victoria. Dann bist du also nur einsam, Großvater. Und nicht böse. Wer wird denn weinen? Du hast doch so ein Prachtkind. Und dein Heinrich scheut keine Mühen. Lenchen, heute ist ein Festtag. Schau, das viele Benzin. Jetzt geht's endlich wieder bergauf. Heinrich kehrte zurück an die Front und besuchte uns so oft wie möglich. Dank unserer gemeinsamen Anstrengungen auf dem Gut und Onkel Rüdigers Verbindung zur Gauleitung bescherte uns das Jahr eine reiche Ernte. Auch Vater ging es von Tag zu Tag besser. Weniger denn je konnte ich mir vorstellen, Malenberg eines Tages verlassen zu müssen. Auch als im Herbst die Rote Armee zum ersten Mal auf deutschem Boden stand und die grausame Wirklichkeit dieses Krieges zum ersten Mal mit eigenen Augen zu sehen bekam, glaubte ich noch immer, die Nazis würden niemals ostpreußischen Boden der Verwüstung preisgeben. Danke. Auf unsere Gräfin, die alles fest zusammenhält. Ohne sie keine Zuversicht. Auf Lena, unsere Hoffnung. Prost. Prost. Danke. Auf euch. Euch, ohne die es Malenberg nicht gäbe. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine stolzierten mit ihrer Trophäe zum Sumsemann, der sich natürlich schon im ersten Augenblick der Begegnung mit dem Mondmann Vicky, totgestellt hat. Kommst du endlich? Ich hab doch gesagt, du musst schlafen gehen. Morgen darf ich aber noch aufs Feld. Vicky, ich möchte nicht, dass du dauernd mit den Kriegsgefangenen zusammen... Das sind aber meine Freunde! Keine Widerrede, hörst du? Ich glaube, deine Mutter hat andere Pläne für dich, Vicky. Das ist mein Hochzeitskleid. Es passt. Und zum Polterabend? Zum Polterabend ziehst du das an. Damit habe ich allen Männern den Kopf verdreht. Oh, wie schön. Steht dir gut. Nikolai!
Hier, schneller. Oh, komm. Die Wirkung. Die Stiefel. Mein Friedchen. Friedchen. Frau Kom. Frau Kom. Noch einmal. Noch einmal. Noch einmal. Friedchen. Unser Dr. Schramm nicht erreichen. Der ist im Lazarett. Es gibt keinen, der uns hilft. Trotzdem. Können nicht einfach gehen. Können nicht alles stehen und liegen lassen. Das geht nicht. Soll ich die junge Frau rübertragen? Wasser und Tücher. Mama, was ist mit Mama? Du musst schlafen, hörst du? Schlafen. Komm, wach auf. Warum hörst du denn jetzt nicht auf? Komm. François? Vielleicht ist die Trauer um unsere Toten irgendwann größer als unser Hass. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Mein Bruder war 29, als er gefallen ist. Es war kurz vor Paris. Mein Bruder war erst 19. Auch wenn Sie mir nicht glauben. Ich habe nichts mit denen zu tun. Nein, niemand in Ihrer Klasse hat mit denen zu tun. Mit diesen dreckigen, dummen Nazi. Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Ich habe eine Tochter. Ich würde immer alles tun, damit es ihr gut geht. Egal, wie hoch der Preis dafür ist. Ich weiß. Die haben doch keine Ahnung. Vielleicht habe ich keine Ahnung von Ihnen. Aber wir können einander doch wenigstens respektieren. Sie machen vor der Realität die Augen zu. Ihre Wahrheit und meine passen nicht zusammen. Weil Sie meine nicht respektieren. Oh doch. Ich respektiere Sie.
Weil ich den Menschen achte, jeden Einzelnen. Weil ich in einer Welt lebe, in der man sich verantwortlich fühlt, in der es Traditionen gibt. Und deshalb heirate ich auch. Das geht sie überhaupt nichts an. Nein, es geht mich nichts an. Oder vielleicht doch. Es wird sie nicht retten, Nina. Der Krieg ist hoffnungslos für uns verloren. Die einzige Hoffnung Hitlers, dass die Alliierten sich entzweien werden, ist ein schwerer Irrtum. Die Alliierten sind sich darin vollkommen einig, dass keiner von ihnen mit Hitler oder einer nationalsozialistischen Regierung Frieden schließen wird. Jeder Tag weiterer Kriegsführung ist völlig sinnlos. Das bedeutet einfach Mord. Sam, seid ihr verrückt geworden? Männern und Kindern. Dem Feind zuzuhören? Das sind Lügen. Lauter gemeine, niederträchtige Lügen. Weiterschneiden. Haben die Katastrophe auf den verschiedensten Schlachtfeldern verlebt. Meier, Albrecht. Ja. Name? Name Fedora. Ja. Fritzchen. Fritz! Scheiße und Kinder. Der Sturm bricht los. Das will er nicht, der Führer. Fritz! Doch, Mutter. Er hat es befohlen. Er hat uns gerufen und wir folgen ihm. Der Name? Wir sind der Volkssturm. So ein armseliges Häufchen von Greisen und Kindern macht dich doch nicht lächerlich. Fritz! Für dich, Mutter. Wir tun das für dich, für die Oma, für die Gräfin. Wir verteidigen das Land. Wir verteidigen das Reich. Wir brechen den Vernichtungswillen der Feinde. Wir schlagen sie zurück. Fritz, los, komm jetzt endlich. Das will er, der Führer. Für den Endsieg. Er hat doch nichts anderes gehört. Auch von dir nicht. Meine Damen, beim Redensarbeit nicht vergessen. Bis in ein Jahr kann ich nicht mehr. Wo ist deine Mutter? Ich lasse Ihnen freie Hand. Ich vertraue Ihnen. Und was machen Sie? Sie haben hinter meinem Rücken wieder einen Fluchtwagen gebaut. Das bringt uns doch alle in Gefahr hier. Das Einzige, was Sie interessiert, ist, sich selbst möglichst schnell in Sicherheit zu bringen. Wie können Sie so verantwortungslos sein? Na los, sagen Sie was. Ich habe es Ihnen befohlen. Ich will, dass Sie das Gut verlasst. Und zwar sehr bald. Du und das Kind. Ihr müsst rechtzeitig in Sicherheit. Es ist das einzig Richtige. Du hast noch nie gewusst, was das Richtige für mich ist, Vater. Le Coque Mort, le Coque Mort, le Coque Mort, le Coque Mort. Il ne dira plus cocodi, cocoda. Il ne dira plus cocodi, cocoda.
Ferdinand? Ja. Oh, wie schön, dass du da bist. Oh, wie schön. Hat dich Herr Breuer abgeholt? Oder Herr Eder? Herr Breuer ist im Krieg, Sophie. Und Herr Eder holt Lena ab. Mit wem redest du? Ferdinand ist da. Ach ja. Du hast Fronturlaub. Aber ich bitte, das ist eine Selbstverständlichkeit. Freut uns sehr. Ihre Tochter kommt auch noch? Ja. Das ist schön. Schön. Nehmen Sie noch, Philipp. Sehr schön. Gerne. Lena. Rüdiger. Wunderbar siehst du aus. Danke dir. Lass dich umarmen. Schön. Lena. Sophie. Hallo. Berthold, alter Freund. Lass uns noch mal so nahe kommen. Du und deine Enkeltochter. Toria. Ferdinand. Du hast schon immer etwas weniger Sinn für Inhalt als für Form. Die Form, lieber Ferdinand, gibt dem Inhalt erst die Struktur und hilft mir zu überleben. 600 Jahre Tradition, Kultur und Anstand. Ausradiert. Vorbei, vernichtet. Das hat er innerhalb von 11 Jahren geschafft. Ich habe eine verdammte Angst. Ich will keine Rolle mehr spielen, großer Bruder. Ich will leben. Haben Sie dich gehen lassen, Ferdinand? Mein Bruder heiratet die Frau, die ich verehre. Ich will dabei sein. Verstehst du das nicht? Ja, haben Sie dich gehen... Komm schon. Letzte Woche nicht zu meinem Klavierabend gekommen. Ja, schade. Aber mein Vater hat darauf bestanden, den Abend mit mir zu verbringen. Wie Väter doch immer ihre schönen Töchter beherrschen. Herr Hermann, ich platze vor Eifersucht. Ferdinand. Schwägerin. Ich wusste, dass du kommst. Ich wusste es. Hast du es doch noch geschafft. Ferdinand. Lena, würdest du uns bitte einen Augenblick entschuldigen? Natürlich. Ich habe nachgefragt. Deine Abwesenheit ist noch nicht gemeldet worden. Sie sagten mir, du seist im Krankenstand, Ferdinand.
Weißt du, was du tust? Weißt du eigentlich, was mit Deserteuren ist? Mit Deserteuren, die aus Feigheit vor dem Feind... Feigheit! Feigheit! Hast du sie mal schreien hören? Ha? Bist du mal neben einem gelegen, der jämmerlich verblutet? Aber davon kriegt ihr hier alle nichts mit. Was sind wir doch für eine wunderbar schöne, wunderbar kaputte Familie, findest du nicht? Und ihr Gauleiter sollten die Bevölkerung evakuieren. Und zwar rechtzeitig. So was dürfen Sie nicht mal denken, lieber Graf. Sie nicht, ich schon. Das ist der Unterschied. Auf Fahnenflucht steht die Todesstrafe. Ich muss dich melden. Du spielst Herr über Leben und Tod? Ohne deine Finger zu beschmutzen? Das tust du jeden Tag. Ich tue, was ich tun muss. Ich drücke mich nicht davor. Du hast dir schon immer alles schön geredet. Aber früher hattest du wenigstens keine Angst. Du würdest deinen eigenen Bruder verpfeifen. Du bringst uns hier alle in Lebensgefahr. Warum hast du es dir nicht abzeichnen lassen? Von irgendjemandem? Warum hast du es denn nicht gemacht? Du würdest mich zum Tode verurteilen? Mich erschießen lassen? Ferdinand. Diese Entscheidung nehme ich dir gerne ab, großer Bruder. Diese Schuld will ich dir nicht auch noch aufladen. Das will ich vor allem Lena ersparen. Das hat sie nicht verdient. Nein, nein, nein! Ferdinand! Nimm diesen Ring als Pfand meiner Treue. Ich liebe meinen Bruder und bin unschuldig. Möge der Herr uns zu einem anderen, besseren Moment zusammenführen. In ewiger Verbundenheit, dein Heinrich. Wie viele haben Platz? 20. Ja, es wird laufen müssen. Wir sind 85. Wir gehen erst, wenn alle Platz haben auf den Wagen. Fußmarsch wäre Selbstmord. Das ist Ihre Aufgabe. Ihre Verantwortung.
Kann ich mich auf Sie verlassen? Sie besorgen nötiges Material und Reifen. Wir bauen die alte Leiterwagen um und bauen noch mehr neue. Für Ihre Leute und für meine. Für Ihre Leute und für meine. Keine Zeit, keine Materialien, keine Reifen, funktioniert nicht. Nicht warten, François. Wir müssen los. Alle oder keine. Vier Schritte. Komm, Trotschi, komm. Na komm. Oh. Und eine kleine Steine da reinpacken. Helmut, ich weiß es. Ich weiß es. So, Frau Meister. Heinrich hat geschrieben. Von der Front. Es geht ihm gut. Sophie, du wirst mit dem Zug fahren. Zu Tante Caroline. Ich habe mit dem Bahnhofsvorsteher gesprochen. Du bekommst einen guten Platz. Nee, das ist aufhört! Es waren sehr friedliche Tage. Viele von uns hofften noch immer, dass dies nicht unser letztes Weihnachten auf Malenberg sein würde. Die Großoffensive der Roten Armee begann am 12. Januar. Die deutsche Wehrmacht hatte ihr nichts mehr entgegenzusetzen. Sie wurde zerschlagen und überrollt. Und plötzlich war die Front ganz nah. Aber wir warteten vergeblich auf die Treckerlaubnis. Es war, als würde das Schicksal der ostpreußischen Zivilbevölkerung überhaupt keine Rolle mehr spielen. Die abscheuliche Parteiproklamation, Ostpreußen werde sich wie ein Wall von Leibern dem Feind entgegenstellen, sollte Wirklichkeit werden. Du nimmst auch keine Kriegsgefangenen mit. Und schon gar nicht, wenn keiner eine Treckerlaubnis hat. Ich verbiete es. Ich werde diese Treckerlaubnis bekommen. Sie müssen sie uns heute geben. Es kommt nicht in Frage. Mit 20 Kriegsgefangenen gefährdest du das Leben aller. Auch unserer Frauen und Kinder. Vater. Ich habe ihm mein Wort gegeben und ich werde mich daran halten. Kommt nicht in Frage, nein. Jeder kann so viel mitnehmen, wie er tragen kann und der Vorrat hergibt. Aber die Gefangenen gehen allein, basta. Sie sind hier geboren. Sie kennen die Menschen, sie fühlen sich ihnen verbunden. Herr Schulz. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Frauen und Kinder, dass die Alten rechtzeitig evakuiert werden. Kann nicht. Es gibt ausdrückliche Befehle zum Führer und Partei. Oh, die Partei. Die richten unser Land zugrunde. Sie helfen ihnen dabei. Ich kann Ihnen keine Treckerlaubnis geben, lieber Graf. Ostpreußen ist eine Festung. Die Menschen sind die Festung. Liebe verehrte Gräfin, das müssen selbst Sie zur Kenntnis nehmen. Wer geht, wird mit dem Tode bestraft. Das ist die Anweisung, der Befehl. Genau. Ostpreußen wird gehalten bis zum letzten Mann. Befehl Zitronenfalter erlaubt lediglich die Räumung von Maschinen und Material. So ist das. Der Graf hat verboten. Waltraud, wieso? Sag, wieso? Wieso wir? Was passiert jetzt? Hör auf!
Die Gräfin muss ihr Wort halten. Warten wir. Wir alle tot. Wir все мертвецы. Вы что не понимаете это, а? Der Graf hat entschieden. Und die Gräfin hat uns verraten. Wir gehen allein. Bravo. War so vor. Wie dumm die Menschen hier sind, nicht wahr? Wer wird denn bei diesem Wetter nur vors Haus gehen? Wir sind hier, um die Bevölkerung zu beschützen, nicht um sie zu vernichten. Wer kneift, wenn es drauf ankommt, der gehört nicht zum deutschen Volk. Jetzt gibt's nur eines: Endsieg oder Untergang. Und wenn wir untergehen, dann nehmen wir euch mit. Gerade euch. Links und links. Wir halten hier die Stellung, Schulz. Jawohl. Viel Glück. Heil Hitler. Die Ratten verlassen schon das Schiff. Wir müssen los. Wir dürfen nicht länger warten. Ali! Wilhelm! Ну давай, ёб твою мать, что ты копаешься там? Давай быстрее, блядь! Ёб твою мать, скорее сказал тебе! Мужики, отъявно-то где? Ну что, блядь, куда хочешь там? Ёб твою мать, надо идти уже! Du darfst jetzt nicht weggehen. Давай скорее! Надо идти уже, если едешь. Ich muss. Du хочешь там? Ich muss. Eure Gräfin ist eine Verräterin. Und wenn noch Kinder, alle raus hier. Allein los. Alle. Du Gerät. Beeilt euch. Komm, es sind doch nur Kriegsgefangene. Du bist gemein. Ganz gemein! Geh weg! Ich mag Mikelei viel lieber als dich. Meine Mama ist keine Verräterin. Sie lässt niemanden im Stich. Das Licht so stark, der Himmel so hoch, die Ferne so mächtig, sagt Hans Lehndorf. Schau es dir an, Lena. Ein letztes Mal. Du wirst es so niemals wiedersehen. Halt dich an den Plan. Falls wir uns verpassen, der Treffpunkt ist Gut Lahnstein. Du wirst sie zwingen müssen. Beeil dich. Geh mit Gott, mein Kind. Nein, ihr könnt nicht hier bleiben. Hab Gott noch mal. Ihr müsst packen. Nur das Allernotwendigste. Hauptsächlich warme Sachen. Mützen, Schals, Socken, Jacken. 2 Stunden. Helene? Helene? Kein großes Gepäck. Nur das, was 2 Hände tragen können. Am besten ist ein Rucksack. Das ist keine Bitte. Das ist ein Befehl. Das ist doch verrückt, Lena. Das kannst du keinem antun. Die russischen Armeen haben die Front überrollt. Das ist doch Irrsinn. Bei der Eiseskälte. Wir haben niemand was Böses getan, also wird uns auch keiner was Böses tun. Wo sollen wir denn hin? Ich gehe nicht weg. Babette, jetzt wache endlich auf, verdammt noch mal. Ich habe die Granateinschläge gehört. Sie sind hier, verstehst du? Jetzt sag François und seinen Leuten auch noch Bescheid. In 2 Stunden ist Aufbruch. Fressen. Schön fressen. Komm. Aber die Hunde durften doch noch nie. Vater?
noch nicht gepackt. Wir müssen aufbrechen. Lena! Vater, ich bitte dich. Wir haben keine Zeit mehr. Sie sind weg. Sie sind einfach nur, sie sind weg. Wer ist weg? Die Männer. Ich habe François gesagt, ich lasse nicht zu, dass er euer Leben gefährdet. Ich hatte eine Abmachung. Ich habe noch nie mein Wort gebrochen. Geh jetzt, Lena. Geh. Nicht. Ihr habt keine Zeit zu verlieren. Was steht hier noch rum? Habt ihr alles gepackt? Sind alle fertig? Wir haben wirklich überall gesucht. Sie ist weg. Vicky ist weg. Vater, ich werde jetzt alleine losreiten und Vicky suchen. Du musst den Dreck leiten. Das kannst nur du, Lena. Ich werde Malenberg nicht verlassen. Vater, das geht nicht. Das darfst du nicht. Es gibt Dinge, die sind so unabänderlich wie der Tod. Man kann sie nicht zurückdrehen. Auch nicht, wenn man jung und stark ist wie du. Du allein bist jetzt verantwortlich. Vater, es geht um meine Tochter. Du wirst sie finden, wenn das Schicksal es will. Aber jetzt geht es um 65 Leute, um die Frauen und Kinder da draußen. Ihr Leben und Schutz liegen in deiner Hand. Vater, das schaffe ich nicht. Doch, Lena. Doch. Du bist stark. Viel stärker als ich. Das hast du bewiesen, mein Kind. Ich war immer stolz auf dich. Auch wenn ich dich viele Jahre allein gelassen habe. Ich bitte dich nur um eines. Verzeih mir. Sonst kann ich mir nicht verzeihen. Und jetzt geh, mein Kind. Es ist die Stunde der Frauen. Ganz bestimmt. Ja. Und schon da. Komm, komm. Wir ziehen. Opa, ich bin auf den Arm.
bewegen, versteht ihr mich? Vicky, was machst du hier für Scheiße im Kalten? Wie kannst du das Kind heimlich mitnehmen? Ich nichts wissen. Nichts wissen. Ich bin dein Schutzengel, bis Mama kommt. Держите окна и двери под прицелом! Завалим гранатой! В укрытие! Wir sie hier finden? 20 Kriegsgefangene und ein kleines Mädchen. François ist bestimmt irgendwelche Nebenwege gegangen.
Wir brechen heute Nacht um 2 auf. Dann kommen wir besser durch. Das ist ein Umweg für uns, François. Nein, ist kein Umweg, Louise. Ist wichtig für Kind. Ich werde dich morgen zum Gutlandstein bringen, zu deiner Mama. Alle raus, los! Raus, raus! Nicht schießen!